So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim hier. Assassin's Creed Mirage hier bei mir auf dem Kanal. Ich habe mich gerade mit jemandem unterhalten über Skyrim. Und deswegen, ja, habe ich jetzt Skyrim. Ja, und, wir sind hier und haben in der letzten Folge den Aruk getötet. Und jetzt, wollen wir uns die Kiste noch holen. Und dann, ja, würde ich sagen, dass wir zu, Dings gehen. Zu Fulan. Oh. Aua, aua, aua. Ach so, irgendwas. Rollen sollst du, wenn du Feuer hast. Oh, komplett verbrannt. Creature. Feuerteufel. Du kleiner Feuerteufel. Ich hoffe, das funktioniert. Das war sinnig, was wir jetzt gemacht haben. Kann ich hier reinhüpfen. Jetzt. Er lässt sich wieder nicht los. Jetzt. Oh. Alter, wie viel Loot. Und wie viel Gold. Eine Truhe. Was haben wir da? Dolch des Abbasidenritters. Abbasidenritters. Wow. Ja, eine gute Schatzkammer gehabt. Der Typi. Aber, das war's auch. Hast du übersehen? Nee. So, dann müssen wir mal unseren Dolch verbessern gehen. Wenn wir mal ganz kurz, haben wir die Zeit, ins Inventar gehen. Und mal gucken, was das überhaupt für ein Dolch ist. Dolch des Abbasidenritters. Eingeweihten von aller Mut. Dolch des Abbasidenritters. Aber noch keine, noch kein nennenswertes Dings drauf. Aha. Das ist vielleicht nicht schlecht. Schadenswiderstand. Damit kann man sich ein bisschen buffen. Wenn Bastims Gesundheit unter 50% fällt, wird die Schadenswiderstand um 30% erhöht. Ich glaube, das klingt ganz gut, ehrlich gesagt. Das ist mein Ding. Ich bin öfters mal unter Half-Life. Und dann ein bisschen mehr Resistenz zu haben, ist auf jeden Fall gut. So, ansonsten ist hier eigentlich auch nichts, ne? So. Guck's. Mach mal die, die Nachtjackensicht an. Da war noch irgendwo eine Truhe, aber das war, glaube ich, nur noch eine Ausrüstungstruhe. Ja, komm. Wir haben ja nicht gesagt, wir platinieren das Spiel, sondern wir haben nur gesagt, wir spielen's. Und ich denke mal. Wenn wir jetzt abhauen, ist es eine okaye Sache. Haben wir uns ganz gut durchgeschlagen. Auch wenn ich ein paar Fehler gemacht habe. Aber es ist halt. That's the game. Don't forget it. Du hast halt die alle Möglichkeiten im Endeffekt, so eine Situation zu lösen. Du kannst es ganz selbst machen. Du kannst auch ein bisschen mehr. Bisschen mehr actionmäßig da reingehen, die ganze Sache. Das bleibt halt auch ein bisschen dir überlassen. Finde ich auch ganz gut. Was ist da? Und wir haben neue. Achso, wir haben im Bruderschaftshaus neue Aufträge. Das ist gut. Die können wir mal auch mal annehmen gehen. Ich denke mal, die gehören auf jeden Fall ins Let's Play, die Bruderschaftsaufträge. Weil die auch relativ unique sind. Also die sind nicht prozedural. Wenn ich doch nur an diese Schnalle käme. Hast du schon mal übers Alter nachgedacht? So, dann streifen wir mal durch Bagdad. Finde ich auch mal ganz gut. Nicht immer eine Schnellreise. Ich versuche in letzter Zeit weniger Schnellreise zu machen. Weil ich denke, dass das ein bisschen das Let's Play verwässert. Wenn wir einmal Schnellreise machen, das fühlt sich für mich nicht gut an. Ich finde gut, dass es die Funktion gibt, dass du halt auch mal Schnellreise machen kannst. Und ich verwende es auch, ihr seht es ja selber. Oh, hier ist eine Schneiderin. Hier vielleicht sogar ein Schmied. Das ist nicht ein Schmied hier. Notet ihr euch die Bewegungen der Planeten? Schwebt ihr in der Musik der Gestirne? Der Kalif freut sich zu verkünden, dass der anerkannte Sternenkundler Abu Mascha el Schmiedchen, sei gegrüßt. Sei willkommen. Wow, lass mich deine Waffen gerne ansehen. Hier mal ist, was ich habe. Lass mal gucken. Pflege deine Klinge, sie wird es dir danken.
Pflege deinen Wanz, so solange gut. du noch kannst. Yes. Jeder fünfte Treffer vergiftet deine Gegner. Achso, das wollte ich gar nicht. Das war ein Schwert. Schwert der Verborgenen. Das ist ja geil. Die Schneide schärfen. Besser ausbalancieren. Ich glaube, das Schwert der Verborgenen. Das werde ich mal probieren. Vergiften finde ich ganz gut. Den Dolch. Aber wir haben doch eben den Dolch, oder war das nicht den Dolch? Hatten wir nicht den Dolch des Abbasinenritters? Doch eigentlich schon, ne? Nee. War das Schwert echt? War das Schwert der Verborgenen auch nicht Abbasinenritters? Schwert des Abbasinenritters, das haben wir schon komplett abgegradet. Ostham-Dolch. Hier stimmt irgendwas nicht. Was das fürs Erste? Übersetzungsproblem, glaube ich. Hier aus ich muss gehen. Komm gern öfter vorbei. Oder vielleicht hatte ich den schon. Den Hammer. Umgebracht. Euch. Hier. Dolch des Abbasinenritters. Da ist er. Und da, ich habe auch. Und ich habe auch die Verbesserungsplan dazu. Ich verstehe jetzt nicht ganz. Hörte dir jemanden Nochmal? Hallo. Friede sei mit dir. Ware. Was hast du da? Lieber Waren, so statt verwahren. Auswahl. Schärfer denn je. Hier, jetzt da. Eine gute Wahl. Ah, jetzt. Wenn Basims Gesundheit unter 50 fällt, Schadenswiderstand 30 erhöht. Ich glaube, ich nehme das Ding mal. Die habe ich jetzt ausgerüstet. Ja, danke. Ich gehe dann mal. Leb Tschüss. Wohl. Ladenbesitzerin. So, und jetzt gehen wir mal ins Inventar. Und den Dolch habe ich, glaube ich, ausgerüstet jetzt, oder? Ja. Ja, ich kann mal ausprobieren. Wie gesagt, Gesundheit, also ein bisschen Resistenz bei Gesundheitsverlust ist ganz gut. Hat was, bisschen was von Tank. Schwert des Eingeweiden von aller Mut. Genau, das wollte ich ausprobieren. Das Ding, das haben wir eben auch geupgradet. 58, 58. Ich glaube, guter Wert. 46, 78, 65, 65. Schwert des Abbasinenritters. Fügt mehr Schaden zu. Schwert der Verbogenen. Das mit dem fünften Treffer und dem Gift finde ich ganz gut. Ich habe das Ding nehme ich mal. Hat zwar nur 40 Schaden, auf 5 Treffer teilt es eigentlich aus. Was, wenn ihr unterwegs krank werdet? Für die Armen, für die Pilger, für all jene, okay. Die so, Fulat. Arasi eine neue Abhandlung herausgebracht. Mit dem ne, wir müssen eigentlich nochmal. Wer keinen Arzt hat, der ihn betreut. Kurz zum Händler. Und findet euer Heilmittel. Ja, wir haben schon Google erfunden, hier überlegt, und nicht schlecht. Irgend so eine Abhandlung, wo du dich selbst damit diagnostizieren kannst. Hat das Scheich erfunden. Er hat quasi das vorsintflutliche Google erfunden. Da ist die Händlerin. Hallo, Händlerin. Sadik. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Zeige Ware. Zeigst du mir deine Waren? Bitte. Ware. Sieh dich um. So, hier. Plunder. Und auffüllen, ja komm. Sonst so viel nichts. Geld muss sein? Nee. Was? Okay. Ich sollte mal weiter. Gute Reise. Gute Besserung. Lärm, Rauchbomben. Oh, wir haben aber Punkte zu verteilen. Das können wir auch noch schnell machen. Bringt ja nichts, wenn die in der Tasche rumgammeln, die Punkte. Ich wollte als nächstes Meister Dieb. Wäre nicht schlecht. Leichender Kundschafter ist auch cool. Notfall zielen. Aikido Sinnesschärfe finde ich auch gut. Der kostet 4. Dann wären wir beim Schatten, wären wir da durch. Komplett. Der kostet auch 4. Der kostet auch 4. Der kostet nur 2.
Komm, wir nehmen den. Haben wir den Schatten gemeistert. Und dann nehmen wir noch hier unser Diggi. Unser Aikido, Sinnesschärfe. Und dann, ja, so schlimm ist gar nicht mehr. Ne? Wir brauchen noch 3. Das sind 8 Punkte. 12 Punkte. 16 Punkte. Ja, 16 Punkte und dann sind wir fertig. Haben wir alles durchgelevelt. Und dann kann man noch ein paar Verbesserungen und dann sind wir alle auch fertig. Wir haben bald alles erreicht, sozusagen. So Folat wollen wir besuchen, genau. Ich hab schon mal vergessen, was wir machen wollten. Ich hab mich schon mal fast ablenken lassen. Ja, komm, wir suchen uns mal irgendwie einen Auftrag, dachte ich jetzt gerade bei mir. Aber wir gehen jetzt zu Folat, wie besprochen. Wir sind ausgerüstet für die nächste Mission. Wir haben was gibt's hier? Also mal was essen. Hasenpfötchen. Lecker Hasenpfötchen. Diebstahl mache ich jetzt nicht. Hier ist der Bruderschaftshaus. Muss hier irgendwo sein, hier oben. Das Spiel will mich doch verarschen. Hier in dem Haus drin, wo ich gerade bin. Ach, hier, alles klar. So. Hallo. Warte, Ali. Freude. Lass uns erst hören, was Basim sagt. Warst du erfolgreich bei deinen Aufträgen? Stratege Jassur und Admiral Nadir sind tot. Hast du herausgefunden, wer hinter Elmar Dechwar steckt? Nicht direkt. Stratege Jassur sollte sich zu einem Treffen mit Elmar Dechwar in der großen Garnison einfinden. Anscheinend hat er ihn seine Vergangenheit doch noch eingeholt. Admiral Nadir wurde wegen fehlender Lieferungen für das türkische Heer befragt. Elmar Dechwar war nicht erfreut. Also ist Elmar Dechwar in der großen Garnison und überwacht den Nachschub für die türkischen Söldner. Es gibt nur einen mit entsprechendem Rang, der passt. Heerführer Wasif Aturki. Wasif? Das kann sein. Es gibt nur wenige, die Beshi gefangen haben könnten. Beshi wurde gefangen? Er kam nie zurück. Wasif ist gerade von einem Einsatz für den Kalifen zurückgekehrt und in der Garnison. Wenn er Beshi hat, wird dieser auch dort sein? Dann ziehe ich ebenfalls dorthin. Wasif kontrolliert halb Bagdad. Wenn wir ihn herausfordern und scheitern, könnte das einen Krieg auslösen, der bis nach Alamut reicht. Du brauchst Basim. Na gut, ich treffe Basim bei der Garnison, bevor ich zuschlage. Aber spute dich, ich bin es leid zu warten. Gelange hinein und töte Wasif. Er darf nicht entkommen und es muss aussehen, als hätte Ali es getan. Die Sicherheit Alamuts hängt davon ab. Es wird geschehen. So, dann retten wir Beshi wieder. El-Madisha. Der Führer. Wir haben den der Ost. Oh, hier. Gürtel des Orion. Nehmen wir mal an. Nur ein Auftrag. Ist ja billig. Neuer Auftrag, Nachforschungsmenü, sprich mit Ali. Aber ich bleibe jetzt mal kurz bei der Quest. Nicht, dass er Ali allein losschlägt. Das möchte ich auch nicht. Wir haben uns ja ausgerüstet schon. Hier Nachforschung. Und dann sind wir das auch los, das Ding. Am besten, wir machen das gleich. Und wir müssen auch Beshi befreien. Von daher. Jetzt sieht so aus, wenn neue Aufträge da wären. Aber es sieht nur so aus, glaube ich. Hat der noch irgendwas für mich? Hallo? Ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. Kann ich Hilfsmittel verbessern? Wenn du das irgendwie besser machen kannst. Sieh dich um. Ich glaube noch nicht, ne? Ich glaube nicht. War's das? Ja, danke. Oh, wollte ich gar nicht. Danke, dass ihr eure Gaben teilt. Wir haben eh schon alle Hilfsmittel. Kurz für die Fertigkeiten. Ach, das war hier, ne? Tüftler, genau. Das Tüftler. Hier muss man, dann haben wir, können wir nämlich zwei Verbesserungen draufpacken.
Aber nicht noch besser, unsere Dings. Unsere Messer und so. Finde ich gut. Braucht da. Braucht die. Ja, ja, der Kalif. So, wir müssen den jetzt umbringen. Den Vasif. Und müssen das so aussehen lassen, als wenn das Ali gewesen ist. Da bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Das heißt, wir müssen heimlich in still und leise müssen das vonstatten gehen. Und danach machen wir die Quest. Danach haben wir die Quest mit dem Gurtgürtel des Union. Also die Nebenquest. Oh, da ist Ali. Ali, bist du bereit? Ali? Und wer bist du, dass du mir sagst, was ich zu tun habe? Es steht mehr auf dem Spiel als dein Stolz, Wasif. Wir wandeln auf einem schmalen Grat. Genug! Überleg dir, was du sagst, wenn wir uns wiedersehen, Statthalter! Ich lasse mich nicht zweimal beleidigen. Das sind Wasif und Bagdads Statthalter, Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir. Er gab Wasif einen Befehl, der diesem nicht gefallen hat. Der Statthalter von Bagdad kann dem Heerführer keine Befehle erteilen. Außer, gehört er etwa auch zum Orden? Muhammad? Das glaube ich nicht. Er ist nicht nur Statthalter, er ist auch Dichter und Gelehrter. Ein geistreicher Mann. Ein möglicher Verbündeter, dachte ich. Tja, ich hoffe, du hast recht. Wasif allein ist schon schlimm genug. Ich muss nur einen Weg in die Garnison finden. Einer der Bediensteten ist mir treu ergeben. Du findest ihn beim Küchenhaus. Wenn er die rote Schärpe sieht, wird er dir helfen. Und was tust du? Ich suche Beshi und befreie dann andere Aufständische aus dem Kerker. Wasif überlasse ich dir. Okay. Dann die Garnison. Kriegsfürst, du hüllst dich in die Farben des Kalifen, um nach Belieben entführen und töten zu können. Du bist die Geißel dieses Landes. Dessen Erde ist rot vom Blut jener, die du abgeschlachtet hast, nur weil sie ihre Freiheit wollten. Oder du es befürchtet hast. Du hältst dich für unantastbar, umgeben von deinen Soldaten. Und doch werden wir die Garnison stürmen, Beshi befreien und deine Schreckensherrschaft beenden. Ja. Töte Al-Mardishwar. El-Mardishwar, das Oberhaupt des Ordens, das für die Hinrichtung der Aufständischen in Ashakira verantwortlich ist, wurde als Kriegsfürst Wasif al-Turk entlarvt. Wasif ist eine graue Eminenz, die hinter dem Thron steht und nach Belieben Kalif an die Macht bringen und beseitigen kann. Seine mörderischen Feldzüge führt er von der großen Garnison aus, wo er nun Beshi, ein Anführer des Aufstands, festhält. Suche nach einer Möglichkeit, dich in die große Garnison zu schleichen. Treppen, Schlüssel. Ah, das ist alles Mögliche. Höhle der Bestie. Sprich mit Ali. Die Mauer kann man nicht erklimmen. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Okay. Vor uns kann sich nichts verstecken. Diese Mauern. Oh, nein. Enkidu, es tut mir leid, ich habe dich in Gefahr gebracht. Tja. Oh, da ist ein. Das ist eine zum kaputt machende Fenster. Das ist ja auch sinnlos. Vielleicht kann ich hier reingehen. Vielleicht waren wir ja schon drinne. So. Ah, da unten. Das ist der Bedienstete, der uns helfen könnte, vielleicht? So sind die Mauern der Garnison doch völlig nutzlos. Hast du die Löcher der Garnisonsmauer gesehen?
Was bringt einem eine Mauer, wenn Löcher drin sind? Du meinst die Bauarbeiten? Da sind überall Wachen. Niemand kommt unbemerkt rein oder raus. Vielleicht gibt es an der nördlichen Mauer einen Weg hinein. Ich sehe es mir mal an. Okay. Geh deines Weges. Zutritt nur für Amts- und Würdenträger. Ich bin Würdenträger, Mann. Man könnte durch einen Riss in der Wand nahe das Nahrungslager hineinkommen. Der Bedienstete könnte sich beim Küchenhaus aufhalten. Weiß nicht, was ein Küchenhaus ist. Ich laufe mal hier lang, mal gucken. Du bist nicht willkommen. Geh. Okay, von der Seite geht's nicht. Ich suche mal den Bediensteten, da habe ich eh damit geliebäugelt, mit der Option. Küchenhaus, da. Da ist ein Symbol, Küchenhaus. Mach die. Oh, ein Kodex. Herr der Abasinen. Geh weg! Und vergesst die Messer nicht. Wir müssen so viel in die Unterkünfte bringen. Ihr werdet beide Hände dazu brauchen. Nein. Lass es einfach. Tja, aber wie hole ich denn her? Geh weg! Mal kurz auf die Karte gucken. Vielleicht muss ich noch ein Stück weiterlaufen. Nein. Lass es einfach. Alter, ich. Der kriegt das mal. Ohne Witz. Hier bring ich um. Blödmann. Blödmanns hier Hilfe. Das ist nicht mal ein Blödmann, das ist nur ein Blödmanns hier Hilfe. Scheiße. Das ist ja das Küchenhaus? Nee, ne? Eher nicht so. Also auf die Karte. Ach, die Frage, wie wir da reinkommen, ne? So auf jeden Fall nicht. Hey! Geh weg! Halt die Fresse! Hinfort mit dir! Das würde gehen. Okay, wir sind drinnen im Sperrgebiet. Mal gucken, wo wir den Typen finden. Das könnte ein Weg hinein sein. Ja, Mann. Zwar nicht das, was ich wollte.
Es gibt hier einen Bediensteten, der zu Ali hält. Er muss in der Nähe des Küchenhauses sein. Ja, da ist er so. Da unten. Ich wette, der Schlüssel ist in diesem Rattenloch von einem Zimmer. Wo ein Schlüssel ist, ist auch eine Tür. Oder ein Tor. Hier drüben. Ja, ich bin hier. Bist du Alis Mann? Ich sah die rote Schärpe. Wir müssen uns sputen. Wasif ist im Innern der Garnison. Ich kann dich durch einen Nebeneingang bringen, aber man darf uns nicht zusammen sehen. Folge mir mit etwas Abstand und lass dich nicht entdecken. Verstehe. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Na, noch nicht einen ganz. Moment. Ja, da hat einer was vom Schlüssel erzählt. Gucken, ob man speichern könnte zwischendurch. Aikido geht nicht, solange wir den Schützen nicht getötet haben. Irgendwann haben wir so einen Schlüssel eben erzählt gerade. Seht ihr nicht, der den Schlüssel, der das erzählt hat, den Schlüssel? Das ist doch scheiße. Okay, wir gehen uns mal da rein, ich weiß es nicht. Ich kann den Schlüssel nicht sehen. Da hinten läuft einer rum, der könnte, da sieht so aus, wenn er ein Täschchen hätte, also ein Geldtäschchen. Was ja immer die Karte dafür ist. Weiß es nicht. So, hier gibt es auch kein Loot oder was? Okay. Nun gut. Bist du bereit? Ich habe nicht viel Zeit. Beeilen wir uns. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Okay, gut. Gehen wir. Lass uns gehen. Ich gehe so wie immer, um keinen Verdacht zu erregen. Folge mir mit etwas Abstand und bleib in Deckung. Versuch im Schatten zu bleiben. Bleib nah an der Wand, da gibt es viel Deckung. Los jetzt. Okay. Hast du die Schreie gehört? Das klingt fast nach Geistern. Man sagt, dass alles spukt. Da unten geht etwas vor, das nicht recht ist. Wo ist der hin? Da hinten lang. Selber am Bett die Maske. Bleib an der Wand. Du wirst es gar nicht wissen. Ich hoffe, die Mauer wird bald repariert. Das hoffen wir beide. Dann wird auch der Wachgang kürzer. Heerführer Wasif ist zurück. Keine Nachlässigkeiten beim Wachgang. Geht die ganze Runde jetzt? Bis zur Baustelle. Abkürzen erwischt wird, verliert einen Wochenlohn und reinigt einen Monat lang den Abort. Da ist er. Das könnte gehen. Oh, da kommt einer. Bleib in den Schatten. Heute scheint alles ruhig zu sein, Sadiq. Ich bin nicht ein Sadiq. Kümmere dich um deinen Kram. Und zwar schnell. Oh, wo ist der Typ? Die Griechen sind gerissen. Ah, Mist. Versteckt.
Wenn man dich sieht, kann ich dir nicht mehr helfen und du musst selbst einen Weg finden. Okay. Die Aufständischen werden sich in die Hose machen, wenn sie sehen, was der Heerführer für sie geplant hat. Wo ist er hin? Ich frage, aber glaubst du an die Geschichten über einen Geheimen von Nada? Klingt verrückt, ne? Das sind doch bestimmt... Jetzt hab ich den verloren, scheiße, Mann. Naja, vielleicht... Ach, da ist er. Das sind die Unterkünfte. Wasifs Gemach befindet sich vermutlich weiter im Inneren. Da habe ich auch noch ein Dings, ne, da drüben. Ich würde erstmal schnell hingehen. Tut mir ja leid, kleiner Freund. Folge mir nicht so offensichtlich. Oh nein! Auf! Das sehe ich mir an. Ja, wo sieht er das an? Der Schlüssel ist wieder von der Kette gefallen. Der Hauptmann bringt mich um, wenn ich ihn verloren habe. Was? Oh. Hier ist was zum Untersuchen, deswegen bin ich hier reingeguckt, warte. Schlüssel. Damit komme ich in den inneren Bereich der Garnison. Okay, das war gar nicht so, ich arbeite allein. Dieser Grobian wird hier nicht, wird er nicht gebraucht. Ich befürchte meine Pflichten in Al-Gharak und mehr. Ich kann mit Sicherheit auch die Führung in Al-Shagira übernehmen. Er mischt sich in meine Angelegenheiten ein und es ist eine ganz, es ist, was? Mit seinem ganzen Gehabe eine Beleidigung meiner Fähigkeiten. Ich bitte förmlich um diesen Brief. Ist nicht vollendet. Bald werde ich in ihr Haus aufgenommen. Unsere Eltern sind sich einig. Oh, Kätzchen. So, wir haben ja alles. Ich muss mal eine Lampe anmachen. Ja, wir haben ja alles. So, dann haben wir den Schlüssel geholt. Eier, Karamba. Oh, Alter, wer war das? Der hat uns da drüben gesehen, fast. Okay, der geht. So, dann suchen wir mal den Typen wieder. Er wird mich zertreten. Ich werde nach dir Ausschau halten. Hat er aus 30 Ellen Entfernung die Hälfte meiner Zehen weggebracht. Okay, erstmal hier rein, dann sind wir safe. Hoffe ich. Der Typ ist da, glaube ich, ne? Das ist unser Typ, ja, das ist unser Typ. Aber ich komme hier nicht raus, außer... Wer sieht uns? Okay, den Hammer. So, aber ob wir durch die Garnison durchkommen, das sehen wir leider aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in Bagdad.